So. Wechseln wir erstmal durch. Habe ich noch irgendwen, der gerade nicht krank ist? Oh, so ein Mist. Ah, bleibt mir nichts anderes übrig. Muss ich hier mit so einem Grippekranken losziehen? Uncool. Ist das ein Zombie? Das ist ein Zombie. Warum ist hier gerade ein Zombie? Wisst ihr, was ich abgefuckt finde? Das hier ist Uncut und Fallout 3 haben die gecuttet und deswegen stürzen da alle Mods ab. Von New Vegas haben die auch nachträglich geuncuttet. Wieso Fallout 3 nicht? Haben sie da einfach aufgegeben? So wie sie da Games of for Windows Live gelassen haben? Mann, ich scheiß auf Games for Windows Live. Games for Windows Live ist so ein Mist. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich dieses verdammte Ding hasse. Deswegen spiele ich auch nicht mehr gern Bioshock 2. Ich habe das irgendwie zweimal durchgezockt oder so. Ich würde es gern sogar noch öfter durchzocken, aber es ist einfach sowas von nervig. Mich da jedes Mal durch diesen Games for Windows Live Mist zu wuseln. Warum hätten die nicht einfach sagen können, Games for Windows Live war eine schlechte Idee, wir brechen das alles hier ab? Könnte Ubisoft mit Uplay genauso machen. Meiner Meinung nach. Uplay ist so ein verdammter Blödsinn. Also, sagen wir, nicht ein verdammter Blödsinn. Zum Beispiel, ich finde Origin ganz okay, weil es auch wirklich gut mit Battlefield funktioniert. Also, der Sinn von Origin ist, dass man die EA-Produkte gut spielen kann. Man kann sich mit dem Origin-Account bei den ganzen alten EA-Online-Spielen anmelden, weil es EA-Online ja nicht mehr gibt. Das ist praktisch. Man kann die Dinger schön auf Sale kaufen. Das heißt, sie haben da auch einen vernünftigen Preis für. Die Download-Funktionen gehen gut. Also ich meine, Steam ist ein ziemliches soziales Netzwerk fast schon. Aber mal ernsthaft, Origin ist für eine Sache da, EA-Spiele spielen. Und das wissen die. Die versuchen keine Foren einzurichten oder so. Die sagen, ey Leute, ihr kommt hier, um Battlefield zu zocken. Hier ist Battlefield, ihr könnt starten, er ist frisch gedownloadet, haut rein. Das war's. Und dafür funktioniert es gut und so sollte auch Uplay sein. Aber ich bei Uplay, ich schmeiß über Steam Update für Far Cry 3 an, weil Far Cry 3 so halb bei Steam ist. Dann wechsle ich auf Uplay. Da muss er nochmal Uplay updaten, weil ich seit Ewigkeiten kein Ubisoft-Spiel mehr gezockt habe. Und dann muss er bei Uplay auch nochmal Far Cry 3 updaten. Weißt du, das ist der Scheiß. Von so einem Scheiß rede ich. Das müsste nicht sein. Autsch. Das war ein mieser Schlag. Komm schon, hol tief Luft und dann geht's weiter. Du verdammtes Mistvieh. Easy. Ach nö, ne? Leute, man kann es ja übertreiben. Na ehrlich, guckt euch das an. Und Fallout 3 ist gecuttet. Ich check's nicht. Ja, aber Deutschland hatte eh diesen Cutting-Wahnsinn. Auch bei Bioshock 1, die Brandtexturen. Vor allem, ich fänd's gut, wenn sie gut cutten würden. Wenn sie einfach sagen, Leute, das ist ein bisschen zu heftig, wir machen das mal neu. Wenn die sich der Mühe geben würden. Aber habt ihr mal die Textur von verbrannten Leichen bei Bioshock gesehen? Die ist einfach schwarz. Die hat vorne vernünftige, gute Textur und jetzt ist da einfach nur Bullshit. This is good, right? Oh, nice. I mean, it doesn't suck. Haufen okay, Medikamente. We'll see you soon. Kann ich brauchen? Kann ich brauchen. Aber nicht die chirurgischen Nadeln, die ich brauche. Sag nicht, die hocken bei meinem Auto. Hätte ich ihn auch geraten. Okay, also da gibt's keine chirurgischen Nadeln. Helfe ich erstmal dem Fremden da vorne. Ich hoffe, meine Medikamente fahren dabei nicht zur Hölle. Ich hatte das manchmal mit dem Wagen überschlagen, wo irgendwie,
keine Ahnung, 5 Kisten voll Loot drin waren. Ich muss sie halt schnell rausschaffen, bevor das Ding explodiert ist. War knapp, war verdammt knapp. Mit den Autos hier fällt man nämlich leicht mal einen Hang runter oder so. Ah, verdammt. Konnte ich nicht retten. Shit. Ach ja, das ist auch noch eine mögliche Heimatbasis. Bringt's nicht so, liegt ein bisschen zu weit draußen, ist dadurch aber richtig schön sicher. Muss man dem Ding lassen. Sauber. Hab ich irgendwas zum Nachladen? Nope. Hey, I'm not greedy. You help me out, half the benefit we get is yours. Alright, you ready in a minute. Ja, okay, ich darf jetzt die Stellung hier bewachen. Super. Kann ich mir eigentlich mal ein bisschen Benzin scoren oder so. Solange hier noch keine Zombies auftauchen. Ah, da kommen sie schon. Ich arbeite dran. So. Besser. I'm loaded up. See you back at base. We'll be ready. Los, weg hier. So, wo will die jetzt hin? Okay, da vorne. Das kriege ich hin. Da kenne ich mich aus. Oh, shit. Ich stehe drauf. Diese Autotür-Funktion. Ich habe letztens nochmal Saints Row gezockt, ne, mit Videospielcode. Die habe ich sowas von vermisst. Die Funktion. Einfach Leute voll mit der Tür zu erwischen. Der Hammer. So, und ich muss immer noch irgendwo meine chirurgischen Nadeln auftreiben. Das sagt. Aber das kriege ich auch noch hin. Ist das eine Horde? Das ist eine Horde. Ah, die folgen mir nicht so weit. Das trauen die sich nicht. Das sind ja ein Haufen Luschen. Hier haben die sich eingebunkert. Nice. It's done. I think this guy was what we owe you. Na, und wenn ich denen jetzt halt oft genug helfe und nicht dauernd die Mission von denen ablehne, dann gewinne ich mehr Vertrauen zu denen und bei vollem Vertrauen wollen die in der Basis einziehen. Und ich kann auch mit denen traden. Kann ich die ganzen Waffen loswerden, die nicht so geil sind. Und Feuerbombe. Nice. Also wenn das nicht läuft, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich habe noch eben den Typen da vorne. Der wird nämlich gerade so ein bisschen totgebissen. Und ich habe noch den Rucksack dabei, Chef. Hast du es bald mal?
Alter. So. I think we can take out. Okay, I'll follow your lead. Let's do this. Hey, guck mal, wie wir gefunden haben. Erledigt, oder? Okay, das war der falsche Zombie in Schussfeste. Von mir aus. Ach, den Zombie in Schutzweste. Ach, rast mal nicht so aus. Alles cool. Yep. Und meine Machete ist fast kaputt. Das sagt. Muss gleich mal gucken, ob ich alles verpasst habe. Oh shit, was ist da vorne? Ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum und Touchdown. Also das war doch mal eine erfolgreiche Loot-Tour. I'm loaded up. See you back at base. So langsam kriege ich einen ganz vernünftigen Inventar zusammen. Vernünftiges Inventar, vernünftigen Inventar. Den richtigen Artikel für Inventar. Ich glaube, das Haus da vorne räume ich auch noch mal eben aus, wenn ich gerade mal dabei bin. Die rennen echt immer querfeldein zur Basis zurück. Nicht sehr schlau. Okay, ich muss irgendwie nach Hause bringen. Oh shit. Mistviecher. So. Hier noch irgendwas Interessantes ist und dann erstmal zurück zur Basis. Ich hätte echt nochmal Bock, ordentlich Surgeon Simulator zu zocken, aber ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich bin eigentlich schlecht in allen Spielen, um ehrlich zu sein. Egal, wie lange ich ein Spiel gezockt habe, Videospiel K.O. zieht mich immer ab. Immer. Gang Beasts zieht er mich ab. Surgeon Simulator zieht er mich ab. Olli Olli, das habe ich irgendwie. Keine Ahnung, wie lange gesuchtet. Er spielt das, keine Ahnung, 30 Minuten. Besseren Highscore als ich. Instant. Ich meine, gut, er hat auch früher mit dem Zocken angefangen. Viel früher mit dem Controller zocken angefangen als ich. Bin ich einfach gehandicapt in der Hinsicht. Aber dafür irgendwie bei so etwas langsameren Spielen, so wie State of Decay, wo man eher planen muss, oder Skyrim, wo man, shit, wo man einfach nur rumlaufen muss, da dreht er voll durch. So, letztens hatte ich ihm hier mal Skyrim geholt, weil er das eigentlich mal let's playen sollte. Und er hat einfach jeden da gekillt. Instant. So, er kam in so ein Dorf und, ey, die wollen mir alle kein Geld geben. So, ja, dude, so funktioniert das nicht, ne? Man muss halt Quests machen und traden. Erstmal nur so, fuck that, ne? Hat erstmal versucht, das ganze Dorf auszurotten und hat sich dann gewundert, dass ihn die Wachen killen wollten. Er geht da mit einer gewissen. Nice. Mit so einer Problemlösungsmentalität dran. So, hier gibt es zu viele Menschen, ich kümmere mich darum. So, die Richtung. Ist irgendwie ein Spiel, wo man einfach nur rumläuft und Kram macht, ist, glaube ich, nicht so sein Ding. Okay, das Haus ist leer. Ich will hier weg. Ich habe noch Medikamente gefunden, das ist nice. Ich habe in letzter Zeit allgemein viel. Oh shit. Was hocken die alle in meinem Auto? Ah, die krieg ich auch so. Da muss ich jetzt keinen Lärm für machen.
Oh, shit. Komm schon zum Auto, Mann, zum Auto. Guter Tank, die Shotgun nicht zu benutzen. Wären ja noch mehr Zombies gewesen. Das hätte ich jetzt echt nicht brauchen können. Aber ich glaube, der Typ braucht auch mal eine Pause. Krank. Verletzt. Alles im Arsch. How's it going? Heads up, coming in hot. Found this. Oh, shit, ist das nicht. Oh, Tobsüchtiger. Oh, ich kann froh sein, dass ich in dem Auto war. Der gute alte Stahlkäfig. Denn die Viecher, die sind. Brutal. Die Tobsüchtigen, die sind nasty. Und ich habe die chirurgischen Nadeln gefunden. Chirurgisch. Oh, fuck. Irgendwer von meinen Leuten hat die Zombie-Seuche. Den werde ich wohl Shotgun müssen. Das tut mir echt leid. There you go. Don't say I never gave you anything. Ist das irgendwer von meinen guten Leuten? Oder irgend so ein Dude? Oh, you know. Some stuff. Das sackt natürlich jetzt. Okay, das ist auch meine einzige Stichwaffe hier. Das sackt. Oder Hiebwaffe oder was auch immer. So, esse ich erstmal holen. Wer ist der Kerl überhaupt? Brad. Der Typ. Jetzt wo wir eine vernünftige Krankenstation haben, warten wir mal, ob er sich erholt. Ich hoffe da einfach mal drauf. Ja, und dann lege ich, glaube ich, erstmal hier mit dem eine Pause ein. Er scheint ja ziemlich ramponiert zu sein und langer Part. Wir sehen uns dann im nächsten. Tschüss.